Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen. Freunde, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben wieder eine pickepacke volle Release-Woche gehabt. Wir werden heute und morgen die Sachen abarbeiten. Falls irgendein Song rausgekommen ist, wo ihr unbedingt meine Reaction zu sehen wollt, schreibt ihn jetzt hier in die Kommentare, Freunde. Wir fangen aber erst einmal an mit Contra, Freunde. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Für die, die mich kennen, ja, die kennen mich erst einmal und die wissen auch, ich bin großer Contra-K-Fan. Ich fühle seine Texte zu 100%, seine Videos steigern sich immer und immer weiter. Und ich finde auch die Werte, die er in der Mucke vermittelt, sehr, sehr gut und wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, wo darauf immer weniger Wert gelegt wird. Deswegen werde ich euch oben ins E ein paar andere Contra-K-Reactions von mir reinpacken, Freunde. Ansonsten könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren. Jederzeit könnt ihr eure Meinung ändern und einfach die abonnieren, wenn es euch zu viel wird. Dann habt ihr immer die neuesten Reactions auf die Deutschrap-Songs und allgemein, was Musik angeht, Meme-Compilations oder irgendwelche lustigen Videos, habt ihr die neuesten Updates immer, Freunde. Ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir rein. Contra K, diese eine Melodie aus seinem neuen Album Aus dem Licht in den Schatten zurück. Link zur Albumbox, Freunde. Wenn ihr euch die Box holen wollt, jetzt ganz oben in der Beschreibung. Supportet gerne, sichert euch noch eine Box. Ihr wisst, die sind sehr, sehr schnell immer weg. Also gönnt euch gerne eine. Schaut kurz rein, Freunde. Der Beat ist produziert von den Crates, MEZ und Contra K selber. Okay, Mix Master von X Barkley ist auf jeden Fall Quality vorhanden. Redirected by Shao Casado und End to End. Damn, ich bin sehr, sehr gespannt. Bewertungen krass auf Platz 1 in den Trends. Wir hören rein, diese eine Melodie. Link zum Original in der Beschreibung. Let's go. Okay. Oha. Die Straße, die spielt. Von Moskau nach Berlin. Oha! Hä? Okay, wait, ich muss mich ein bisschen leiser machen, weil ich bin sonst ein bisschen zu laut für euch. So sollte es passen. Wir geben uns das nochmal. Wie ich reinkommt erstmal. Ey! Sag mir, hörst du dieses. Holy shit, Mann, wo sind die? Das sieht aus wie so, keine Ahnung, Barock, Frankreich. 1540, ich habe keine Ahnung von Jahreszeiten und so, Sommer, Winter, Herbst, das ist alles, was ich weiß. Aber ey, schaut euch das an, Mann, diese Kleider und so, dieser Aufwand, das sieht wirklich aus wie so zeitreisentechnisch ein bisschen. Holy shit. Okay. Die Straße, die spielt, von Moskau nach Berlin. Pfeifen alle Gauner dieser Welt von ihren Dächern diese eine Melodie. Oh, oha, ey, dieser Beat ist wunderschön. Dieser Beat ist ja wunderschön, Mann. Holy shit, Freunde. Ah! Oh. Diese eine Melodie. Ah! Oh. Diese eine Melodie. Mein Sohn, bitte glaub ihm kein einziges Wort. Oha, holy shit. Erst einmal, wir haben hier wieder wunderschöne Tiere drin. Schaut euch diese wunderschönen Tiere an, Mann. Ich weiß gar nicht, ist das ein Hund, ist das ein Wolf, ist das beides? Ich weiß es nicht, aber es ist wunderschön. Es ist wunderschön, Mann. Mein Sohn, bitte glaub ihm kein einziges Wort. Wenn er dir sagt, dein Papa sei ein Krimineller, denn er... Ey, das sieht so schön aus, wie die so um ihn rumtanzen. Ich weiß leider nicht, es gibt diese eine... Machen die das? Ja, die sind so... Die gehen so kleine Tippel-Tappel-Schritte ganz schnell. Ich weiß leider nicht, wie das wirklich heißt, ja. Aber sie gehen so ganz viele Tippel-Tappel-Schritte durch das Kleid und die Art und Weise, wie sie gehen, sieht es so ein bisschen so aus, als ob sie schweben würden. Ich weiß, ich verbinde damit immer Russland, aber ich weiß nicht, ob das, er hat ja gerade auch Moskau gesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich daherkommt, aber ich verbinde damit immer Russland irgendwie. Einziges Wort, wenn er dir sagt, dein Papa sei ein Krimineller. Ah, die Bewegung von Contra, Krimineller. Man sieht einfach diese Power, die er in sich trägt, sieht man. Er ist nur ein Lügner und ein Dieb, er klaut es von den Schwachen, doch ich teile auch die Reste auf meinem Teller. Also halte noch ein bisschen durch, glaub mir, es wird wieder besser. Oh. Wir halten wirklich alles in den eigenen Händen, außer Gott und das Wetter. Ah, oh shit, was haben wir wieder für ein Video, hä? Ey. Ey, erstmal, Contra, hey, wir haben uns gerade so sehen. Schöner Mann auch. Schöner Mann, muss man auch mal gesagt haben an dieser Stelle, ja. Bis jetzt, ich finde das Video wieder absolut krass. Wir haben zwei krasse Locations, die eine Schneelocation, die wir gerade hatten, die Einstellung abnormal krass und natürlich die, in dem, keine Ahnung, in einem alten Palast,
Palast, Museum oder whatever, ich weiß es nicht genau. Aber wirklich, allein videotechnisch schon sehr, sehr krass. Und ich finde den Beat unnormal krass. Da kommen immer wieder neue Elemente hinzu und andere Elemente gehen so ein bisschen in den Hintergrund. Finde ich bis jetzt sehr angenehm. Glaub mir, es wird wieder besser. Denn wir halten wirklich alles in den eigenen Händen, außer Gott und das Wetter. Digga. Es wäre auch wieder ein Poster, Digga. Ich sag's, wie es ist. Habe ich erstmal einen Screenshot gemacht, wäre auch ein schönes Poster. Und anstatt darauf zu warten, dass der Sturm an mir vorbeizieht, laufe ich lieber stur durch den Regen. Oh, auch wieder hier ein Poster, Digga. Kontra K einfach. Schöner Mann, holy shit. Weil wenn alles groß quatscht, Mann, dann sag ich lieber nicht zu Twitter, lass eine Spur von meinem Leben. Sag mir, hast du dieses Lied? Die Straße, die spielt, von Moskau nach Berlin. Digga, das ist ein Ohrwurm, Ohrwurm. Pfeifen alle Gauner dieser Welt von ihren Dächern diese eine Melodie. Oh, ey, es ist wunderschön, man. Schaut euch dieses Production Value, dieses Video an. Und wie zur Hölle kann es sein, dass er da oberkörperfrei mit einem Mantel in Moskau, würde ich jetzt mal schätzen, rumgeht, bei minus 800 Grad gefühlt. Es juckt ihn einfach nicht. Er denkt, wir sind zu Hause, Sommer, 35 Grad, Hochsommer. Ich liebe es, einfach kurz oberkörperfrei draußen chillen, bisschen Sommersonne, bräunen. Aber es sind einfach minus 8000 Grad, das wissen die wenigsten, aber ich war live dabei. Es sind minus 7586 Grad. Oh. Oh, schaut euch das an, auch mit den ganzen, Mann, das sieht so schön aus irgendwie. Dieser Kontrast zwischen alles ist so altertümlich und die haben so sehr traditionelle Kleider an und auch drumherum und Kontra K einfach komplett schwarz mit einer Goldkette. Ich weiß, dieser Kontrast gefällt mir sehr. No way, Digga, er geht einfach Eisbaden, holy shit. Das ist wirklich, also wirklich, wirklich impressive. Und ey, es juckt ihn einfach nicht. Ich war selber noch nie Eisbaden, ich kann es niemandem empfehlen. Also, es ist wahrscheinlich sogar wirklich gut für dich, aber... Digga, holy shit. Lachen, denn sie schwimmen nicht mit mir in diesem Eis. Es juckt ihn gar nicht. Kalten Wasser und den Wert eines Menschen misst man nicht an seinen Worten, sondern nur an dem, was er bisher geschafft hat. Ich halte nur so lang schon durch, weil ich weiß, es wird wieder besser. Oh mein Gott, ich finde diese, seine Stimmlage, so wie man das richtig hört. Und ich halte nur durch, weil ich weiß, es wird wieder besser. Ich weiß nicht, Mann, es ist so... man hört einfach, wie er sich das von der Seele einfach redet und das nicht irgendwelche Worte sind für ihn, sondern wirklich wichtigen Impact hat. Ich halte nur so lang schon durch, weil ich weiß, es wird wieder besser. Denn es liegt wirklich alles in meinen eigenen Händen, außer Gott und das Wetter. Und von allem, was ich nehme, gebe ich mehr als das Doppelte zurück. Heftiger Beat, heftiger Beat. Ich länger den Starken, der dem Schwachen etwas gibt. Und wenn Neid oder Geld dich zu dem machen, was du bist, dann gib dem Spiegel nicht die Schuld für den Hass in deinem Gesicht. Oh, holy shit, ey, oh. Ey, ich liebe diese Zeilen, Mann. Ich liebe diese Zeilen. Ich habe mich in diesen Mann verliebt. Wollen wir heiraten? Morgen, ich habe Zeit. Neid oder Geld dich zu dem machen, was du bist, dann gib dem Spiegel nicht die Schuld für den Hass in deinem Gesicht. Wenn Neid und Geld dich zu dem machen, was du bist, dann gib den Spiegel nicht die Schuld für den Hass in deinem Gesicht. War das richtig? Neid oder Geld dich zu dem machen, was du bist, dann gib dem Spiegel nicht die Schuld für den Hass in deinem Gesicht. Heftige Zeile, heftige Zeile. Man ist selbst für seine Taten verantwortlich. Das ist basically das, was da drin steckt, aber... Ey, auch diese Pferde, Mann. Er hat einfach Pferde. Er hat einfach ganz viele Pferde. Und ich habe noch gar nichts dazu gesagt, weil es bei kein normal ist, dass da Pferde sind. Er hat einfach einen halben Stall gemietet. Einfach die komplette Rasse aller Pferde gefühlt hier aufgeführt. Hab keine Angst, mein Freund, sie können dir nichts tun. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich weiß doch nicht mal, was das ist. Hund. Could be. Löwe. Could be ein gefärbter Löwe. Ich habe keine Ahnung. Irgendeine Wildkatze. Kann auch sein. Oder ein riesiger Werwolf. Bro, ich weiß doch nicht mal, was das ist. Denn auch ein trauriges Kapitel schreibt das Ende nicht vom Buch. Statt leben wir auf Knien, steh ich ein für meine Werte oder sterbe lieber nur. Oh ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ich hab so richtig, richtig so Actionfilm-Vibes, so Endszene, Endkampf oder so. Ich habe zwar Dragon Ball nie gesehen, aber, also außer ein paar Folgen, aber ich habe so irgendwie Dragon Ball Vibes. Alle gegen einen, so eine riesige Armee und das hier ist einfach Son Goku und also sie wissen gar nicht, wie mächtig er ist und er denkt sich so, ja, jetzt habt ihr verkackt und die denken, Bro, wir sind 100 gegen einen, was willst du machen? Und dann gleich liegen sie alle auf dem Boden, Alter. Schaut euch das an, Mann, das ist so ein Endkampfgemetzel. Oh mein Gott, diese ganze,
diese ganze Armee von Leuten und er sitzt da einfach im Eisbad, als wäre es nichts, so wie Don Corleone, alle kommen zu ihm und wollen was. Boah. Nur bei dem Versuch, sag mir, hast du dieses Lied? Ich hör's. Die Straße, die spielt. Ich höre es, Bruder. Von Moskau nach Berlin. Yeah. Pfeifen alle Körner dieser Welt von ihren Dächern, diese eine Melodie. Holy shit, was ein schöner Song, was ein guter Song. Poster! Wir haben wieder ein Poster! Das ist ein Hund. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Hund ist. Ich bin mir zu 75% sicher, dass das ein Hund ist. Ey, das gefällt mir vielleicht auch noch. Erstmal hier, oh mein Gott, schaut es euch an, Freunde. Oh mein Gott, Poster. Wie, da, ich weiß nicht, was es ist, aber dieser Kontrast zwischen diesen Kleidern und diesem Contra K, der einfach wunderschön aussieht, ist ein Screenshot wert. Ja, ja doch, ich bin mir 80% sicher, dass das ein Hund ist. Ah, jetzt, nee, ich glaube, es ist ein Wolf. Ich bin mir nur noch zu 65% sicher. Aber wirklich schöner Song, wir haben viel über das Video geredet. Oh, hi. Hi. Wir haben viel über das Video geredet, aber eigentlich sollte ja der Song im Vordergrund stehen. Also erstmal noch ein paar Worte zum Song jetzt. Unglaublich, unglaublich krasser Beat, finde ich. Ich finde es gut, wie zwischenzeitlich immer Elemente reingekommen sind und wieder rausgegangen sind, um Platz für andere Elemente zu machen. Also sehr vielseitiger Beat, finde ich. Mir gefiel das Tempo sehr vom Beat. Ansonsten von Contra K, die Hook und die Melodie darin, ein unglaublicher Ohrwurm, gerade durch das Gepfeife am Ende. Man wird diese Melodie einfach im Kopf haben. Und das ist auch diese eine Melodie, die man im Kopf haben wird immer. Deswegen passender Titel auch. Und ansonsten, ich habe jetzt nur ein, zwei Zeilen immer mal wieder rausgepickt, aber bei Contra K sind so viele Zeilen, dass du zu jeder Zeile was sagen könntest. Und ich liebe es auch, wenn ich Songs von ihm öfter höre, dass ich immer wieder neue Zeilen habe, die mir dann erst richtig auffallen und wo ich den Sinn dahinter richtig verstehe. Aber die ein, zwei, die ich gehighlightet habe, fand ich sehr, sehr strong. Und ansonsten, das Video ist abnormal krass. Wir hatten krasse Locations, gerade das Ende im Eiswasser. Die eine Location in dem Museum unter dem alten Palast mit den ganzen Frauen, die getanzt haben. Und wie gesagt, das war, glaube ich, so ein russischer Volkstanz, aber nehme ich da nicht mein Wort, ich sah nur so aus. Und ich bin einfach sehr zufrieden, Mann. Ich freue mich sehr aufs Album. Wie gesagt, Link zum Album, ja, zur Box, Freunde. Wenn ihr sie euch sichern wollt, dann habt ihr oben in der Videobeschreibung ganz oben den Link dazu. Also wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt auf jeden Fall gerne am Start, weil heute noch einige Videos online kommen zu den neuen Releases. Und dann würde ich sagen, sie haben einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie natürlich, und ciao.